Schon ziemlich dunkel zur Zeit in der Früh. Na, Gott sei Dank wird bald auf Normalzeit umgestellt. Hallo zusammen zu einer neuen Folge und da blende ich es mal ein. 80.000 Kilometer. Ja gut, die exakte Anzeige habe ich leider verpasst. Das liegt daran, da ich eigentlich immer mit der, also entweder mit dem Verbrauch, dem aktuellen Durchschnittsverbrauch und der Durchschnittsgeschwindigkeit oder mit dem tatsächlichen Verbrauch seit dem letzten Laden mit den gefahrenen Kilometern. Ich glaube, das ist das meiste, was ich immer anzeigen lasse. Und da ist halt leider der Gesamtkilometerzähler immer ausgeblendet. Ja, 80.000 Kilometer mit der Zoe sind jetzt fast genau auf den Tag sind es 2 Jahre und 11 Monate, wo ich die Zoe habe. Und einige von meinen Fahrten habe ich ja gefilmt. Ich werde nicht alles filmen, weil vieles wiederholt sich dann auch wieder von den Fahrtstrecken her. Und bloß die Ziele sind dann immer unterschiedlich und ich weiß nicht, ob es dann immer interessant ist, immer dieselbe Strecke, keine Ahnung, vielleicht mache ich da auch mal so ein anderes Format, irgendwann mal wieder Björn Nyland, mal gucken, wie ich da Lust habe drauf. Ja, 80.000 Kilometer, mal wieder Zeit, ein Resümee zu ziehen, knapp 3 Jahre. Zum einen, dass immer, oft angeführte Argument, dass die Batterien ja kaum halten und dass man da ja alle 5 Jahre eine neue Batterie braucht. Also das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich habe derzeit laut KanZE, also laut dem, was das Fahrzeug eben anzeigt, 98% State of Health von der Batterie. Was bedeutet, ich glaube, angefangen hat es mit 102 oder irgendwie so. Die Logik muss man da nicht verstehen, dass anscheinend jetzt 4% weniger Leistung der Batterie zur Verfügung stünde, was ja eigentlich 4% weniger an Kapazität und 4% weniger an Reichweite bedeuten würde. Aber muss ich sagen, ich merke das nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Diese 98% stehen jetzt schon sehr, sehr lange. Also die sind seit dem Batterie-Update im Februar oder März oder wann das war, stehen die schon an. Und ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, im normalen täglichen Fahrbetrieb habe ich jetzt sogar mehr Reichweite als wie im ersten Jahr. Gut, da hat halt das BMS noch Probleme gemacht, da mussten sie noch ein bisschen feilen dran. Jetzt ist das BMS korrekt und also wenn ich es drauf anlege, bei warmen Temperaturen, nicht zu warm, also so zwischen 20 und 25 Grad, wenn es die Temperatur hat und ich keine Klimaanlage und keine Heizung benötige, dann schaffe ich also auch im Stadtverkehr meine 200 Kilometer an Reichweite. Und das ist schon ordentlich, ne? Also muss man schon sagen. Das hatte ich vor dem Batterie-Update nicht geschafft. Also da waren vielleicht mal 150 drin, 160. Also jetzt ist da anscheinend, wird da mehr von der Batterie anscheinend freigegeben. So scheint es mir. Oder es war vorher eigentlich einfach zu vorsichtig. Das, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert, also es gab tatsächlich mal schon die ein oder andere, also gefahrene 200 Kilometer habe ich jetzt noch nicht im Regelbetrieb geschafft, aber ich bin 189 oder 188 Kilometer gefahren und
Da war aber der Akku noch nicht auf der Reserveanzeige. Das ist natürlich schon eine Ansage. Ne? Also ja, die Reserve kommt bei 10%, glaube ich. Ja, muss 10% sein. Und bei 6% fängt sie dann das Meckern an. Aber das war also, das waren keine 10%. Ne? Naja. Ansonsten, wie schaut es von den Verbrauchswerten aus? Ich habe ja alles im Spritmonitor drin. Das ist natürlich doof, Spritmonitor, naja gut, wie auch immer. Und im Spritmonitor steht also, dass ich von Strombezahlseite her 79 Cent auf 100 Kilometer im Moment habe und einen Durchschnittsverbrauch von 14,14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist also der Mittelwert, der jetzt dieses Jahr auch noch mal besser geworden ist. Ja, je länger man ein Elektroauto fährt, desto mehr kann man natürlich dann, oder kennt man natürlich das Fahrzeug und kann man dann natürlich auch energiesparender noch fahren. Und das macht sich bemerkbar. Im letzten Jahr war es noch bei 14,5 der Durchschnittsverbrauch und jetzt sind wir bei 14,14. Kann natürlich jetzt auch ein bisschen den Temperaturen eventuell geschuldet sein, aber ja, wir hatten einen sehr strengen Winter mit langer Zeit Minusgrade, also das hat es dann auch wieder ausgeglichen. Also ich denke, dass die Temperatur jetzt hier wenig mit reinspielt. Im Sommer mussten wir viel mit Klimaanlage fahren, weil es einfach nicht auszuhalten war. Also war eigentlich mehr Energieverbrauch. Jo. Und ja, also ich fand diese zwei, fast zwei Jahre, 11 Monate sehr angenehm. Wie gesagt, es gab einmal, das habe ich schon öfters eben gesagt, einmal das Problem mit dem Laden in Italien, wo dann was getauscht werden musste, wo ich vielleicht selber schuld war, wie auch immer. Und ich hatte einen Unfall mit dem Auto, da habe ich auch ein Video dazu. Ja, und einmal musste es in die Werkstatt, weil die Heizung nicht funktioniert. Das war ganz am Anfang, das war ein Softwareproblem. Ja, also eigentlich rundum zufrieden, auch mit den Verbrauchswerten. Ich kann eigentlich nicht meckern, mit dem Verbrenner hätte ich vermutlich sehr, sehr viel mehr bezahlt. Ja, so schaut's aus. 80.000 Kilometer mit der Zoe. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Thank you.